Ich finde diesen Preis wunderbar. Ich finde diesen Ort wunderbar. Ich finde es wunderschön, dass ich hier heute mit meiner Mutter und meiner Tochter bin. Ich finde diesen Heimatrahmen sozusagen, meine Stadt, mein München, dieser Preis großartig. Also ich freue mich wirklich sehr. Ich finde es wunderschön, die Anerkennung. Konfrontiert, so als Frau in dieser Szene, da hört man ja immer wieder, sind Männer lustiger als Frauen? Ein für alle Mal, ja! Ja. Beethoven, ja. Beethoven wird 250 Jahre alt, muss man sich mal vorstellen. Ich werde dieses Jahr 65. 250 weniger 65. 185, glaube ich. Ne? Und also, wir, es ist ein Altersunterschied von 185 Jahren. Ich sehe ja am Abend meine Kulturkollegen quasi nie, weil sie tatsächlich täglich an Schauspielhäusern, in Operetten, in Opern sind und die Augen offen halten nach den Talenten, die wir heute Abend hier auszeichnen. Ich habe ja gesagt, jetzt stehen wir alle miteinander auf. Ja. Es ist einfach so, dass ich auch gemerkt habe, nachdem die Leute so lange sitzen, dass sie froh sind, wenn sie aufstehen können. Und das gehört halt zu dem Lied dazu, was wir eigentlich auch schon seit 30 Jahren spielen, dass die Leute da zusammen auch körperlich sich an die Hände halten und dann miteinander schunkeln, weil das Lied heißt auch, Leute halt zusammen, sonst dauert es nicht mehr recht lang. Auf einmal tut es einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.